Da fährt er hin. Moin Leute, herzlich willkommen. Neue Folge, neues Glück. Heute sind wir schön im richtigen Moor. Wir waren gestern schon im richtigen Moor unterwegs. Ihr habt ja letztes Mal in der letzten Folge gesehen, dass wir hier... Genau, wir haben hier gehäckselt, dann hatten wir eine Wartung bei der Biogas und haben dann Feierabend gemacht. Die Entwässerungsgräben. Da sind wir. Man hat immer so kleine Senken da immer drin. Da drüben mäht Svenny. Wir müssen aber ein paar Stücken liegen lassen, wie ihr seht. Teilweise steht ein bisschen Wasser drin. Und ja, wie man sehen kann, dann hat man hier ein paar Spuren und dann schürft man auch so ein bisschen mal die Narbe ab. Wenn man mal hier drückt, kann man das Wasser auch rausdrücken. Ja, wenn die Jungs hier rüberfahren, dann tropfen die Reifen richtig. Da ist der Häcksler und ihr seht auch hier, wir hatten hier im Frühjahr sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Wasser. Seht ihr das hier? Da ist die Narbe natürlich weg. Da müssen wir also gucken, ein paar Gräser kommen wieder, aber ich denke, ein bisschen Nachsaat müssen wir hier doch betreiben, wenn ihr das so seht hier. Da kommt eine Nachsaat. Auf jeden Fall alles voller Käfer hier. Das sind immer so diese Spuren, ne? Die wir noch aus dem Herbst hatten. Danach hatten wir nicht gewalzt, weil einfach die Flächen zu nass waren. Und im Frühjahr haben sie jetzt auch nicht gewalzt, weil die Flächen einfach zu nass waren, ne? Ja, man sieht das selber auch hier, ne? Hier oben ist er nicht gefahren, hier ist der Transporter gefahren. Und deswegen müssen wir auch nach jedem Schnitt immer walzen. Und dann, obwohl wir hier schon 800er Bereifung haben, ne? Also wenn ihr seht, so, das Schrittmaß, das ist der Reifenabdruck, ne? Deswegen haben wir unter anderem auch uns für das Terra-Track-Laufwerk entschieden. Damit wir hier noch schon rüberfahren, wenn wir, weil wenn wir sehen, wenn wir hier rüberfahren, und da sind wir jetzt ein bisschen weggesackt, aber wir sehen von uns nichts. Also da ist faktisch nichts eingesackt. Vielleicht ein halber Zentimeter, aber bei den Transportern schon mehr. Das heißt, unsere Fahrt brauchen wir eigentlich schon fast gar nicht mehr rechnen und die müssen wir dann auch nicht wegwalzen. Was man natürlich aber auch sieht, wenn das Fahrzeug steht, sackt das auch ein bisschen ein. Auf jeden Fall auch auf die Hinterachse. Ich muss auch mal nachfragen wegen den Heckgewichten. Das sieht fast schon so aus, als wenn ich schon alle dran habe, auch fürs Orbis, als ob jetzt auch so viel ran müssen. Das kommt mir fast nämlich auch ein bisschen viel vor, die da untergeschraubt sind. Da werde ich nochmal in Zukunft ein bisschen nachfragen. Ja, wir haben jetzt noch ungefähr, wir haben jetzt weg 220 Hektar, 2470 Tonnen waren eben drauf. Hier ist natürlich deutlich weniger drauf, also hier legen wir direkt aufs Schwatt. Weil die Gräser stehen schon relativ trocken auf Hallen, wenn man das hier so sieht. Das ist gestern gemäht und das ist nicht wirklich richtig nass. Und was man auch sieht, hier sind schon sehr, sehr viele Halme dazwischen, die auch schon richtig hart sind. Weil wir ja schon sehr, sehr spät kommen. Also hier hätte man vor 2 Wochen mähen müssen, konnten wir aber nicht. Wisst ihr ja selber, wegen dem Wetter. Also schon sehr, sehr hart und faserig. Wir haben auch hier schon 30% Rohfaser. Das ist eigentlich schon viel zu viel. Deswegen muss es jetzt auch runter. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier mit dem Güllefass machen können. Vielleicht halb voll fahren, dass wir hier einmal Nährstoffe raufkriegen, weil ja, momentan fehlt ein bisschen bei den Pflanzen die Kraft, um da relativ schnell nachzuwachsen. Denn die Pflanze an sich ist der beste Effekt beim Drainieren. Denn hier sind überall Drainagen unter. Aber ihr könnt euch vorstellen, ein guter Grünlandbestand, der nimmt mal so 10, 20 Liter Wasser am Tag weg, wenn der richtig wächst. Das heißt, der alleine schafft das, dass die Fläche schön befahrbar wird und richtig schön trocken wird. Denn hier haben wir das andere Problem gegenüber von unseren Sandböden, denn hier haben wir immer zu viel Wasser. Und auf unseren Sandböden haben wir immer zu wenig Wasser. Aber deswegen, diese Wiesen sind hier erst stark so ab den Sommermonaten. Also jetzt nach dem ersten Schnitt, dann zeigen die eigentlich ihr volles Potenzial. Der erste Schnitt ist nie so richtig geil, immer um die 10 Tonnen. Aber in den nächsten liegen sie dann meistens immer um die 20 Tonnen. Und Gott sei Dank hatten wir diese Wiesen in den letzten Jahren. Das ist so ein bisschen unser Glück gewesen, sonst hätten wir gar kein Futter gehabt. Ja, wie man hier sieht, so viel alte Narbe, so viel altes Zeug dazwischen. Na wirklich, die Halme sind jetzt auch richtig schön hart und fest, ne? Deswegen, wir mähen hier auch relativ hoch, muss man auch sagen. Ja. So, jetzt wird er tatsächlich auch noch richtig windig hier. Was ja eigentlich ganz gut ist zu trocknen, da hinten fährt der Transporter. Nicht, dass ihr euch immer wundert, warum der Häcksler noch läuft, wenn ich euch hier was erkläre. Ich habe den natürlich gerade voll gemacht, das heißt, der Motor war gerade richtig auf Last und der muss ja mal ein bisschen nachkühlen.
Da hinten kommt schon der nächste Transporter, werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Und unser dritter Transporter, der blaue, der rote Baron, der kommt ja auch gleich. Die hatten heute Morgen eine Schulung, ist ja der Nachbarbetrieb, der immer jeden Schnitt bei mir mithilft und der kommt wieder. Was ihr euch gerade seht, ich habe ja gerade gelenkt, seht ihr das, wie das durchgedrückt ist? Und hinten ist das Band oben, seht ihr das? Hier kann man die Hand unterstecken. So, und vorne, ja, vorne fast. Fast. Also wir haben jetzt durchgedrückt und lenken sozusagen nur auf die Rollen. Man merkt, dass der wird dann deutlich huckliger. Aber ich glaube, jetzt sieht man es schön, ne? Eben war nämlich der Ton weg, als ich euch ein bisschen was gezeigt habe. Dann zeige ich euch so ein bisschen das Kurvenfahren. Gut, das war eben mein Hinterrad. Ich habe gerade nochmal nachgefragt. Ich habe zu viel Gewicht am Heck. Das müsste für den nächsten Schnitt dann runterbauen. Aber hier seht ihr gerade, wie die Raupe, hier ist die Raupe rumgefahren. Ja. Seht ihr das? Da. Und wenn man sich das mal anguckt, ja gut, hier war mooriger Boden, aber ist ja jetzt nicht so, dass die Grasnarbe hier rausgerissen ist. Hier ist der Transporter. So. Und wenn wir jetzt hier oben rausgucken, genau, wir sind ja hier rumgefahren, haben ein Stück zurückgeschoben. Hier ist die Raupe gefahren, hier auch nochmal. So, genau. Und haben wir noch irgendwo was, wo ich vorne eine Kurve gefahren bin? Also wenn man genau hinguckt, sieht man was. Hier. Hier bin ich einmal komplett rumgefahren. Aber es ist auch mehr einsacken, als irgendwie die Grasnarbe beschädigen, muss man sagen. Hier vielleicht. Aber das liegt auch ein bisschen an dem Boden durch das Einsacken hier. Aber so richtige Beschädigen der Grasnarbe ist da nicht da. Es gibt paar Momente, wo anscheinend die Wurzelung nicht so tief ist beim Gras. Da sieht man ganz bisschen an der Kante. Ähnlich wie hier denn. So, das ist jetzt hier, wenn ich genau die Richtung gewechselt habe, ne? Da sieht man vielleicht ein ganz bisschen. Aber die Momente sind sehr, sehr selten. Die sind sehr, sehr selten. Ich weiß auch gar nicht, wo das eben wegging. Der Ton. Auf jeden Fall überwiegen die Vorteile. Ah, diese saubere Führung, der Pickup, das ist der Wahnsinn, auch wenn es hügelt. Also ihr seht ja hier, gerade wenn wir hier quer durchfahren und dann fahren wir im letzten Vorgewende nochmal hier längs lang und wir haben diese Wellen drinne, dann arbeitet die Pickup so sauber. Könnt ihr mal gucken. Hier war das letzte Schwatt. Hier sind wir gerade rausgefahren. Aber ihr könnt das jetzt sehen, hier sind ja ein paar Querrillen drinne. So, hier. Und hier ist nahezu kein Futter mehr da, klar. Ein bisschen was in den Reifenspuren liegt. Man muss sagen, ich habe die Pickup aber auch nicht zu aggressiv eingestellt. Seht ihr das, wie wellig das da so ein bisschen ist? Das ist mega sauber weggenommen. Total geil. Total geil. Und dadurch, dass die Pickup wirklich so sauber läuft, hat man auch nicht diese Futterverschmutzung, wo das Pickup immer runter geht mit dem Häcksler hoch, runter, hoch, runter. Sondern der Häcksler gleitet rüber und die Pickup arbeitet sauber ab. Also die besten Vorteile sind nicht die, die man bewusst sieht. Also alle erwarten ja jetzt hier, okay, das ist ein Terratrack-Laufwerk. Man sieht keine Spuren. Nee, sieht man auch nicht. Aber das Ganze drumherum hat ja auch Vorteile. So wie das vernünftige Abmähen oder das vernünftige Aufnehmen der Ware. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist aber nicht drauf auf der letzten Aufnahme gewesen. Ich hatte nämlich gestern einmal den Fall, ich hatte zweimal den Fall. Einmal habe ich Detlef, ja, da war die Stelle ein bisschen schmierig, habe ich ihn rausgezogen, weitergezogen. Das war nicht weiter schlimm, das hätte ich auch mit den Krone oder mit dem Jaguar davor geschafft. Aber gestern danach, der blaue New Holland mit dem Schubmax, Leute, der ist gefahren und zack, einfach reingefallen. Das ist ja das Fahren auf Moor. Es ist wie Einbrechen auf Eis. Die Leute denken immer, wenn man ja Facebook oder so guckt, da gibt es ja die ganzen Schlauberger. Leute, ihr könnt gerne mal eine Woche im Moor fahren kommen, danach seid ihr andere Menschen. Du fährst und mit einmal, zack, bist du weg, ohne Feuerwehr irgendwas zu sehen. Klar, wir fahren schon so viele Jahre auf dem Moor, ein bisschen können wir das Moor auch schon lesen und sehen anhand der Gräserzusammensetzung, wo können wir fahren und wo nicht. Aber manchmal vertut man sich da auch und auf jeden Fall, zack, lag der drinnen, einfach bis zu den Achsen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, jetzt müssen wir gleich Flori anrufen, komm mal kurz. Aber könnt ihr vergessen. Den Häcksler vorgespannt. Und ich habe den einfach rausgezogen. Und da muss ich sagen, ist eventuell ein Vorteil, den ich vorher nie auf dem Plan hatte.
dass ich eventuell bei Problemen die Transporter schneller rauskriege. Weil das hätte ich gestern mit einem Radhäcksler nicht geschafft. Hundertprozentig nicht. Also da bin ich mir 99,9% sicher. Den hätte ich nicht rausgezogen und dann hätten wir den leer gemacht und wir hätten Trecker vorgespannt und wir hätten noch Flori geholt und das Ganze hätte über eine Stunde gedauert. So habe ich 2-3 Minuten gebraucht und dann war der wieder frei. Also ein Punkt, den hatte ich vorher nie bedacht beim Terra-Track-Laufwerk. Also im einen muss man bis jetzt sagen, ist schon ein nettes Gefährt, ist schon ein nettes Gefährt, auf jeden Fall. Genau, da kommt der andere Transporter. Gleich kommt der dritte auch dazu. Und dann hat gestern auch ganz gut funktioniert mit 3 Leuten auf dem Silo. Da hinten ist Svenny, der ist auch gleich fertig mit der letzten Wiese. So, dann müssen wir mal gucken. Da hat dann noch einen Kunde angerufen, ob der heute noch mähen wollte. Der weiß das noch nicht, der war noch am Überlegen. Dann werden wir gleich gucken, ob wir Svenny da noch hinschicken. Wenn nicht, häcksel ich heute erstmal hier fertig. Und eventuell mache ich heute Abend noch eine Pflanzenschutzspritze noch. Wir haben noch 3 Stück auf dem Mais, wir haben noch 100 Hektar. Ich muss mal sehen. Ich muss mal sehen, wie wir vorankommen. Aber auf jeden Fall zieht sich auch noch ein bisschen Futter, ist gut drauf. So 10, 11, 12 Tonnen auf dem Hektar. Na gut, bis später. So, da sind wir, da ist der letzte Hänger. Wir haben jetzt hier 16 Uhr. Flori muss noch schnell mal trinken. Übrigens, Gras schieben mit Schiebeschild geht. Aber das Gras muss halt fein sein, Leute. Wenn dann fein genug gehäckselt ist, dann geht das auch mit Schiebeschild. Das sind jetzt insgesamt, wie viel war denn das jetzt? Knapp 2700 Tonnen, also nicht ganz 2700 Tonnen. Aber zum Ende, da lag nicht so viel drauf, deswegen haben wir auch sehr, sehr viel Überlängen. Da fehlt so ein bisschen das Material zum Stopfen. Also die letzten beiden Wiesen waren die feuchtesten überhaupt. Da ist ja nicht mehr so viel, ne? Der Rote Baron ist da hinten noch einmal am Erzählen. Der Rote Baron ist eine richtige Schlattertasche. Ja, schieb Fori die Kante noch ein bisschen hoch, damit wir dann sozusagen ein bisschen besser zudecken können. Das Ganze machen wir dann morgen früh gleich. Heute nicht mehr, wir haben jetzt 16 Uhr. Da brauchen wir jetzt nicht mehr mit anfangen. Dafür brauchen wir bestimmt mindestens 6-7 Stunden. Dass das alles vernünftig ist, dann holen wir uns noch ein paar vom Futtermittelhandel dazu, die uns helfen. Weil ansonsten zu viert ist das bald ganz schön viel hier alles. Genau. So sieht's aus. Ich fahre jetzt erstmal kurz zur Werkstatt oder beziehungsweise zu unserer Halle, baue die Pickup ab, puste erstmal alles gleich aus, mache das alles gleich ein bisschen sauber. Morgen wollte ich vielleicht noch die Bänder sauber kärchern, muss gucken, ob ich das schaffe. Wenn nicht, mache ich das morgen früh gleich, Montag früh gleich. Weil die haben jetzt natürlich ein bisschen Moor gesehen. Und das wollte ich gleich mit sauber machen, bevor das richtig festbackst. Na gut, Leute, habt ihr das einmal gesehen? Mal gucken, ich glaube, wenn ich nachher die Pickup ab habe, zeige ich euch das Ganze nochmal. Dann würde ich sagen, bis später. So, Leute, ich habe jetzt hier alles sauber gemacht. Dann kann man hier auch rauszoomen, mal einmal rauszoomen. So, einmal den Schutz abgebaut, einmal ausgepustet und ihr seht selber, was sich da überall reinsetzt. Hier, die Zugänglichkeit ist natürlich was von hervorragend, ne? Wie schön man das hier jetzt alles sauber machen kann. Hier noch. Habe ich hier unter der Bänder alles ausgepustet, innen drinne alles ausgepustet, oben drum. Das hänge ich jetzt erstmal wieder an. Und dann fahre ich erstmal ein bisschen einkaufen. Morgen wollte ich dann noch fix das hier einmal sauber kärchern. Obwohl, das geht jetzt eigentlich, aber hier
Boah, das ist ja ewig fest sich setzt. Jetzt ist das nämlich noch schön locker. Bis später erstmal. Da sind wir wieder. Schönen guten Morgen. Freitag früh. Ich soll immer das Datum sagen, Leute. Moment. Ich sag euch gleich, wie das Datum ist. 4. Juni. Wir sind jetzt hier auf dem Stück, was ich des Nachts noch fertig gemacht habe oder fertig machen wollte, bis der Tank denn alle war von der Spritze. Und jetzt wollte ich die GPS-Daten laden, wo die Spritze schon war und wo nicht. Sind nicht mehr auffindbar im Terminal. Also es sind alle Randdaten hiervon zu laden, aber nicht das. Versteht ihr? Wir können natürlich abspeichern, wo wir wie viel schon gespritzt haben. Und wenn wir es dann einladen, dann weiß die Spritze schon Bescheid. So. Jo, das ist jetzt weg. Und deswegen bin ich jetzt hier mit Fadi einmal her und will Fadi zeigen, wie weit ich gekommen bin. Aber man sieht ja, also ihr seht es ja selber, da sind noch Krautpflanzen oder da ist noch das Kraut nicht abgestorben oder noch nicht am Absterben. Hier ist es schon behandelt. Und ja, jetzt seht ihr, es kommt, haben wir ein paar warme Tage, jetzt kommt der Mais auch ziemlich gut. Aber der hatte natürlich sehr, sehr mit der Trockenheit zu tun, muss man sagen. Quatsch, mit der Trockenheit, mit dem kalten Wetter. Und davon muss er sich jetzt erstmal erholen. Muss man sagen. So, ich glaube, bis da vorne bin ich nämlich gekommen. Dann war der Tank nämlich alle. Aber man sieht das ja hervorragend. Man sieht aber auch schon, wie groß die Kräuter waren, oder? Also da weiß ich noch nicht so recht. Wenn es nur so ein paar sind oder so, ist es, glaube ich, fast nicht ertragsrelevant. Aber man muss da mal in Zukunft in den nächsten Jahren mal gucken. Man muss sich natürlich erst noch einspielen mit dem ganzen Verfahren, dieses dritte Verfahren. Ja, da kriegt man auch seine Kniffe rausgefunden, wie man so ein bisschen das Ganze vermeidet und den Mais vielleicht auch ein bisschen gleich von Anfang an sauberer darstellt. Aber ihr seht, hat sich gut entwickelt. Also auf jeden Fall, auf was auffällt, ist er schon schön dunkel. Definitiv, seht ihr das? Schön dunkle Pflanzen sind das. Gut, bis gleich. So, da haben wir den Berg. Und ja, genau eine Bahn-Silofolie und dann ist das Ganze zu. Wir haben uns nämlich die Folie in 28 Meter Ausführung bestellt bzw. anfertigen lassen. Man kann die auch breiter, man kann die auch schmaler haben. Und wir wissen nämlich genau, wenn wir nämlich hinten eine Bahn an der Wand abhängen damit, dann wissen wir auch, wann wir anhalten müssen und dass wir das mit dem Berg und dass das am Ende eine ganze Bahn wird. Also versteht ihr, dass das mit einer Breite komplett aufgeht. Dann gucken wir uns das mal von der Seite an, wie wir das Ganze gebaut haben. Und zwar haben wir jetzt hier die Folie von der Silowand reingeklappt und jetzt wird die hier rübergelegt und dann kommt jetzt am Ende oben nochmal ein Netz drauf. Das ist zum einen so ein bisschen zum Beschweren, zum anderen ist es ein Fraßschutznetz für Vögel. So genau, das kommt jetzt darauf und das ist auch so ein bisschen ja, Prävention, dass die Vögel das nicht kaputt pieken können und so. Und damit wird jetzt nochmal einmal das komplette Silo abgedeckt. Im Prinzip ist das aber eigentlich nur der Schutz der Folie. Ich habe ja schon gesagt, ich habe letztes Jahr ja ausprobiert eine neue Folie. Ich habe ja sonst immer eine Unterziehfolie und eine ganz normale Folie oben drüber gemacht. Und dann hatte ich vor 2 Jahren auf dem Mähler, klar, letztes Jahr gab es keine Mähler, auf davor hatte ich jemanden gefunden. Nova Gra heißt die Firma und die haben mir die Folie hier angeboten. Blue Nine heißt sie. Das ist eine Membranschutzfolie, die ist sehr, sehr dünn und die ist auch ja, also die legt sich ganz normal eng an, wie so eine Unterziehfolie, wie man es kennt. Die ist aber um vieles, vieles gasundurchlässiger als eine normale Folie. Und im Gesamten, man muss sagen, die ist zwar dünner, aber die ist bei Weitem strapazierfähiger. Wir haben da einen Kollegen bei aus dem Online-Versand, nämlich René. Und René geht hier gefühlt rüber, als hätte der Hackenschuhe an. Und bei dieser Folie schaffen wir es, dass René nicht ein Loch in der Folie macht. Und deswegen, zum einen haben wir ja den Punkt, wir können uns jetzt die Arbeit sparen mit einer Unterziehfolie, weil die saugt sich wirklich gut an da unten. Also es wird ja gleich nochmal alles beschwert, hier kommen ja gleich nochmal Sandsäcke und Reifen oben drauf. Und zum anderen ist die viel gasundurchlässiger. Und was uns auch aufgefallen ist, bei der Silo-Entnahme schließt sie das genauso schön dicht ab,
wie man sich das eigentlich wünscht. Die Folie ist nicht günstig, muss man auch sagen. Also wenn man vergleicht jetzt das Verfahren Silofolie und Unterziehfolie, ist das ungefähr gleich, beziehungsweise diese Folie ist noch ein Stück teurer. Man muss aber sagen, wir haben nur noch eine einzige Folie, wir haben eine dünne Folie, wir haben weniger Müll. Entsorgungskosten spielen ja auch eine Rolle und wir haben einfach eine Top-Silagequalität. Bis oben hoch ist das Silo absolut luftdicht abgeschlossen. Wie gesagt, man sieht es jetzt hier auch schon. Die zieht sich richtig an auf dem Substrat. Zieht sich richtig fest, saugt sich fest, wie man das eigentlich auch von der normalen Silofolie kennt. Ne? Also, beziehungsweise von so einer Unterziehfolie, da kennt man das ja. Man zieht das so rüber und dann saugt die sich so richtig an. Man sieht das jetzt hier auch schon. Wie die sich hier richtig in den Spuren reinsaugt und das Ganze richtig dann luftdicht auch abschließt. Eine mega, mega, mega geile Sache. Ja, wir packen jetzt noch die Netze rauf, dann kommen hier noch Sandsäcke unten runter und dann nehme ich euch gleich nochmal mit, wenn wir wieder fertig sind. Also bis gleich. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir fertig sind. Das sind jetzt 3,5 Stunden gewesen. Also wir waren wirklich flott, muss man auch sagen. Wir hatten auch den Vorteil, dass wir halt eine Folie nur rüberziehen mussten und nichts anflicken. Sonst legen wir manchmal im Bahn rüber und kleben die dann noch aneinander. Also einmal komplett außen rum, dann oben nochmal Reifen komplett rüber, also einmal komplett volllegen, das mache ich eigentlich nicht mehr. Wenn man unten die Kante schön luftdicht abgeschlossen hat und eine gute Folie hat, funktioniert das auch saugut. Also ich habe keine Probleme. Habe ich ja letztes Jahr schon im Video gezeigt. Die Anschnittfläche oben drauf ist akkurat, da ist nichts. Ne? Dann kann man, braucht man auch nur so viel machen, wirklich wie das Ganze auch gut dann ist. Ich habe mich schon umgezogen. Wir wollen nämlich gleich Richtung Hamburg fahren zu Lisis Familie. Lisi freut sich schon total. Wir holen nämlich Anton gleich von der Kita und wollen dann direkt los. Kann der kleine Mann im Auto schlafen. Ja, also, was habe ich gestern gesagt? Also nicht ganz 3000 Tonnen, ne? Ich glaube 2,7 waren das. Nicht ganz 2700 Tonnen. Aufbau habt ihr ja nochmal, Silofolie, darüber das Fraßschutznetz und dann den Reifen. Falls ihr Interesse an der Folie habt, weil ich weiß, letztes Jahr habe ich nämlich übelst viele Anfragen von euch bekommen, als ich die ein paar Mal genannt habe. In der Beschreibung habt ihr die Kontaktdaten, da könnt ihr anrufen, mal fragen, was der ganze Spaß kostet und ob euch das was ist. Ein Riesenvorteil ist auf jeden Fall, ihr könnt das Ganze nach Maß bestellen. Das heißt, diese Breite könnt ihr auch, und ich weiß gar nicht, die haben es, glaube ich, nach oben hin nicht so begrenzt. Also ihr könnt das noch breiter machen oder noch schmaler machen, dass das genau zu eurer Siloanlage passt und dass ihr mit einer Bahn komplett fertig seid. Und ansonsten hervorragende Sache. Also von mir habt ihr da echt eine Empfehlung. Ich habe die letztes Jahr das ganze Jahr genutzt und werde es dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder machen. Blue 9 heißt die von Novagra. Gut, dann wäre es soweit. Also ich starte jetzt ins Wochenende. Es ist Freitagmittag gleich. Oder es ist Freitagmittag. Es ist Freitag um 12 Uhr. 5 vor 12 ist es. Leute, es ist 5 vor 12. Alles klar. War wieder schön mit euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir wahrscheinlich Geres zu fahren. Und ich glaube, ich werde Lisi auf den Sonntag nochmal zum Acker schleifen. Ich muss ja unbedingt eine AKF machen. Ich habe letztens die Tage mal heimlich so ein bisschen, habe ich gesagt, Lisi, ich komme gleich, ich bin gleich zu Hause. Und dann bin ich nochmal heimlich schnell mal zum Acker gucken gefahren. Weil sie ja dann schon wartet zu Hause. Und wenn ich sage, du, ich fahre nochmal kurz zum Acker gucken. Naja, ihr kennt das Spielchen. Aber so ganz ohne kann ich ja auch nicht. Also wir werden, glaube ich, am Sonntag mal eine AKF drehen. Dann seid ihr auch mal wieder up to date. Das hat auch viel zu lange gedauert. Ja, nächste Woche wird es wieder ein bisschen ruhiger. Und dann schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen noch, egal wann ihr das guckt, schöne Nacht. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.